Hallo und willkommen zu Chemie auf dem Sofa. Hier jonglieren wir mit den Elementen. Dieses Mal in dieser Folge. Ja, wie geht das? Wie kommt der Alkohol in den Wein? Lässt man Fruchtsaft einige Tage offen stehen, dann bildet sich mit der Zeit eine Schicht von Schimmelpilz darauf. Diese Schimmelpilze befinden sich als Sporen, als kleine unsichtbare Teilchen in der Luft und setzen sich auf dem Saft nieder. Dann fangen sie an, den Zucker zu verwerten, der im Saft drin ist. Machen wir allerdings etwas anderes, nämlich wir verschließen den Saft in einem Gefäß, so dass keine Luft dazu kommt, und geben Hefepilze dazu, dann erhalten wir einen alkoholischen Saft. Durch die Gärung lassen sich normalerweise nur Alkoholkonzentrationen bis zu 15% erreichen. Das ist im Wein zum Beispiel enthalten. Wollen wir den Alkohol stärker konzentrieren, das heißt trinkbaren Alkohol gewinnen, dann müssen wir destillieren. Das heißt, wir trennen durch Wärme die Inhaltsstoffe, die im vergorenen Fruchtsaft drin sind, von dem alkoholischen Anteil. Dazu benötigen wir eine Apparatur, die folgendermaßen aufgebaut ist. Die Destillationsapparatur besteht aus einem Rundkolben, in den wir den Wein hineinfüllen. Oben sitzt ein Thermometer, dessen Spitze genau dort hinkommt, wo der Dampf sich entwickelt nachher. Wir erwärmen den Wein durch einen Heizpilz, eine elektrische Wärmeeinrichtung, und lassen ihn in dem Kolben verdampfen. Der alkoholhaltige Saft ist nun im Rundkolben. Ich setze ihn in den Heizpilz ein, damit er regelmäßig und gleichmäßig erwärmt wird, und verbinde nun das Ganze mit dem Gleisenaufsatz des Destillationsgerätes. Hier sieht man nun die ganze Apparatur mit dem Kühler. Ich schalte nun den Heizpilz ein und das Ganze erwärmt sich nun. Natürlich muss ich die Wasserkühlung im Liebigkühler auch starten. Wir sehen hier, wie im Kühlmantel die Luftbläschen durchsprudeln. Nun läuft die Wasserkühlung. Natürlich nicht vergessen, einige Siedesteinchen in den Rundkolben einzufüllen, damit es keinen Siedeverzug gibt. Denn wenn das Thermometer wieder sitzt, lassen wir es einige Zeit lang erwärmen. Es steigen langsam Bläschen im Rundkolben auf und wir schauen, dass es nicht zu heiß wird. Der Heizpilz wird jetzt zurückgestaltet auf 0. Weil die Bläschen zu fest aufsteigen. Es ist schon Kondensat im Gleisenaufsatz zu sehen beim Thermometer. Und wenn ich hinüberschaue, sehe ich, wie im Liebigkühler langsam die Tropfen sich bilden und das Ganze dann anfängt, in die Vorlage hinabzutropfen. Die ersten Kondensattropfen können wir auffangen. Die erste Fraktion tropft ab ca. 70 Grad Celsius in die Vorlage. Und diese enthält wahrscheinlich Methanol, das ich dann verwerfe, weil Methanol bei ca. 65 Grad Celsius siedet und ein giftiger Alkohol ist. Nun erwärme ich weiter. Langsam steigen Bläschen auf und ich werde nun die zweite Fraktion auffangen. Ich versuche die Temperatur wieder zu steigern und behalte das Thermometer im Auge. Die zweite Fraktion fängt an nun abzutropfen. Hier sieht man die Kondensatbildung im Gleisenaufsatz und wie sich dann hier im Liebigkühler das flüssige Produkt bildet. Die Destillationsapparatur im Ganzen, links der Rundkolben, in der Mitte der Liebigkühler und rechts die Vorlage, wo ich das Produkt auffange. So, nun geht es an die Dichtebestimmung. Wie viel Alkoholgehalt habe ich nun gewonnen? Dazu stelle ich einen Messzylinder auf die Waage und stelle die Waage auf 0 mit dem Knopf Tara. Nun fülle ich genau 10 ml meines Destillationsproduktes in den Messzylinder. Dabei achte ich darauf, dass der untere Flüssigkeitsrand
mit der 10 ml Messlinie genau übereinstimmt. Wie viel habe ich nun? 9,05 Gramm für 10 ml. Das heißt, ich habe 0,905 Gramm pro Milliliter Dichte. Dazu schaue ich in eine Tabelle nach. 0,909 habe ich dort 52%. Also habe ich knapp etwas unter 52% Alkoholgehalt. Das müsste ich nun anzünden können. Schauen wir mal, ob es brennt. In einem Porzellanschälchen zünde ich nun das Destillationsprodukt an und es brennt mit bläulicher Flamme. Das heißt, ich habe nun Ethanol gewonnen. Ethanol, wie der Chemiker sagt, der Alkohol, der Trinkalkohol, der hier mit bläulicher Flamme verbrennt. Mit der Destillation lassen sich Alkoholkonzentrationen bis zu 96% gewinnen. Hier nochmal die Destillationsapparatur im Überblick.